Heiko, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir uns hier auf die Gefängnisinsel begeben. Die letzten haben wir die Gespräche geführt, den letzten Miniboss besiegt und jetzt besiegen wir noch Drachenkönig Alka. So, ich rufe erstmal ein paar Elemente, um zu buffen, während meine Party einfach wegrennt. Hey, bleibt hier! Ich mein's doch nicht. Der scheint Stacheln zu haben. Ja, der hat Stacheln. Dann sollte ich ihn schnell aus der Ferne besiegen, bevor die anderen so viel Schaden nehmen. Aber trotzdem kann ich mir einen Melia Kick nicht verkneifen. Umgeworfen. Ha. Nimm das, du Drache. Dafür nehme ich gerne ein bisschen Stachelschaden in Kauf, wenn wir nochmal den Melia Kick sehen können. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Großzahn. Grabzahn. Großzahn. Wow. Lesen sollte man können. Aber ich versuche auch mehr, mich unten auf meine Attacken zu konzentrieren, anstatt auf die Attacken vom Feind. Und das wäre schon erledigt. Sehr schön. Drachenauge haben wir bekommen. Hey, das Drachenauge. Wir haben das Drachenauge gefunden. Ob das Schubi war? Wir wissen es nicht. Ich muss gestehen, meine Erinnerung ist nicht ganz so gut. Das heißt, ich weiß nicht, ob das hier schon zum letzten Endboss führt oder nicht. Ich werde mal speichern. Ich werde mal speichern und ich werde mal die Party wechseln. Und ich gehe schwer davon aus, dass das hier der letzte Part ist oder der nächste Part der letzte Part sein wird. Ich muss gucken, wie lang es wird, wie ich es aufteile. So, ich nehme schon mal die andere Party mit Shulk, Ryan und Ricky. Ziemlich unbesiegbar. Zwei Tanks und Schulk mit seinem krassen Monado, das sowieso eigentlich auch alles und jedem abblocken kann. Alter. Das ist ein Aufzug, schätze ich mal. Jawohl, Handlungsmission ist abgeschlossen. Wunderbar. Dann begeben wir uns auf diesen Fahrstuhl. Transporter. I can sense Dixon. We must be near the top. If we proceed from here, we will be unable to return. Are you ready to go on? Yeah. Yes, I'm ready. Aren't you scared? I would be lying if I said no. But still, we must go on. Agreed. We know what we're fighting for. We decided ages ago. Dunban? Oh, sorry. I just got caught up in the moment. Come on, Dunban. Right, let's go. Time to seize our destiny. Defend this place until they get back. That's the plan, so stick to it. Understood. Mekon. They're on our side now. They used to be Homs, all of them. They may look different,
But they all want the same thing as us. Juju, let's go. All right. Wir können uns doch noch mal bewegen. Ich dachte, wir wären jetzt für immer in einer riesigen Cutscene gefangen, bis der nächste Kampf kommt, aber scheinbar dürfen wir noch mal 3 Meter laufen. Yay! Hier oben gibt's nichts mehr. Nicht mal mehr Feinde. Aber okay, das Spiel lässt uns noch mal laufen. Gefängnisplatz! Dixon! Kept me waiting a while, Shulk. Waiting? For us to fight you? Yeah, that's what it's come to. Or will you just shut up and let me kill you? We'll never do that. Just as I expected. Wouldn't have it any other way. I've been working for Lord Zanza since the beginning. I raised you purely so he could live on. I know. And I must thank you for granting me such power. It's all down to you that I'm standing here, ready for you now. Enough talk, boy. Dixon, if you're so determined to stop us, then we will kill you! So, wir haben keine andere Wahl, als gegen Dixon zu kämpfen. Schauen wir mal, er scheint keine Stacheln zu haben. Das wäre schon mal sehr schön und angenehm. Jünger Dixon. Der letzte der 3 Jünger. Oh ja, Level 80. Naja. Sollte eigentlich gut funktionieren. This is getting boring. You worms are no match for me. I see you've inherited Mayneth's power. Not her power. Huh? I've inherited her memories. That's why I fight you. Fiora! Memories, huh? And what good are those meant to be? Can't use memories to kill anyone. Why are you fighting? You're helping Zanza to create a world where nothing exists. What could you possibly hope to get out of it? Only those with power have the right to decide such things. You're wrong! Zanza just tells me where to fight and I fight. And that's how I like it. Is that your reason? For fighting? It's the only reason. Mayneth wished for a world where the peoples of Bionis and Mekonis could live hand in hand. You will never get away with this! Is that right? Then what are you gonna do about it, in that feeble body? That body doesn't have a Monado anymore. Who knows how much life it's got in it? Hey, better say your goodbyes. It can't be. I'm fine. I'll carry on fighting beside you until the very end. Fiora! Well then, we better make this quick. What's that? Little boy lost his Monado and can't do a thing without it.
Be careful. Well, you can't. It's time to learn your place. Melia! Stand up, Fiora! Did you not say that you wanted to be with Shulk? Do not throw your life away for this scoundrel! She's right. You have to take what you want. There's no point in dying! You're nothing! Shulk! Show him what you're made of! Come on, man! You don't need the Monado to take down this piece of scum! Ah. No! Ricky, no! Ricky, no, Shulk, brave! Ricky want to see the old Shulk! Shulk is real Hereupon! Shulk! Real power comes from within! Believe in your own true strength, Shulk! Everyone. Shulk. It's time, Shulk. Let's finish this. I will not fail. With your faith in me and our strength combined, we can do this. Sir, you ever gonna make this worth my while? Huh? Can't be. That power. Shulk ist real Hereupon. Na, wenn Hereupon Ricky das so sagt, dann wird das so stimmen. Dann müssen wir unserem neuen Titel alle Ehre machen. Und Jünger Dixon jetzt besiegen mit voller Kraft. Er scheint die gleichen Moves drauf zu haben wie vorher. In Ordnung, wir haben mal eine Channel-Tag raus. Einfach, weil wir es können. Stehe ich hinter ihm? Ich glaube ja. Jawohl, Backslash macht guten Schaden. Kriegt Schwung. Und direkt danach Beiß. Nom. Und verlängern. Das freut mich. Nochmal verlängern, das freut mich natürlich noch mehr. Schwertramme. Ah, okay. Ich dachte, wir könnten mit der Chair Attack erledigen, aber so overpowered sind wir dann doch nicht. Some fight in you, then. I'm done. I'm going home. Dixon! I just wanted the power of a god. This martyr stuff's not for me. Go! I ain't gonna risk my life to stop ya. Get back here! You expect us to let you go? What? Enough. It's Sansa we're after, not him. Okay. Kid gets her strong. I ain't gonna let you see me die. I won't give you the satisfaction of victory. See ya, kin. Looks like the student finally surpassed the teacher. Shulk,
his wounds. Why can I not see any further? Now that I possess both Monados, I should be at one with the passage of fate. Why does the vision end here? Huh? So Dixon has passed. Lorethea too. How can this be? Are Telethia growing weak? How could they be defeated by such worthless mortals? This world belongs to you all. Create a world with no need for gods. A world that has no need for gods? There is no world without a god. This world belongs to me! Where are we? What happened? It nighttime. Is Ricky have bad dream? Look down. Look at all the stars. We're not on Bionis anymore. There's no land or sea either. Hey, neuer Reisepunkt. Saturn. Daran erinnere ich mich gar nicht. Also ich erinnere mich an dieses Gebiet hier. Ich stotter schon vor lauter Aufregung. Aber ich wusste nicht mehr, dass man hier sogar noch rumlaufen kann. Wer bist du? Willst du kämpfen? Geist Mumka. Ja, der will bestimmt kämpfen. Naja, genau genommen sind wir so stark. Nein, wir kämpfen. Er ignoriert uns, weil wir so stark sind. Ach je. Das ist das Problem, wenn man die ganzen Nebenquests vor der Hauptstory beendet, aber irgendwie finde ich es epischer, wenn das Hauptstory-Ende am Ende kommt. Ricky, bitte, nimm die Sache ein bisschen ernst, okay? Es ist kein Easy-Monster. Naja, eigentlich war es schon easy, aber... Wir müssen die Umgebung hier genießen. Wobei, ich muss gestehen, ich hätte Angst, dass ich von diesen Meteoriten getroffen werde. Gehen wir weiter. Ins Licht! Oder auch nicht. Am Licht vorbei. Am Licht vorbei. Na gut. Komme ich voran oder laufe ich gegen eine unsichtbare Wand? Das Spiel verwirrt mich gerade ein bisschen. Licht! Also doch ins Licht. Spiel, please. Verwirr mich nicht. Jupiter! Das ist eben was Saturn, ne? Jetzt haben wir Jupiter. Okay, schauen wir. Oh, wow. Ja, ziemlich... ziemlich riesig. So, wir folgen wieder der Linie hier. Und wen haben wir da? Geist Xord. In Ordnung. Dich werden wir auch bekämpfen. So, mit ein paar gezielten Schlägen. Ah, der hat schon mehr als der letzte. Das ist doch schön. Ein Schmetterschlag.
Und das war's. So, dann begeben wir uns wieder ins Licht und hoffen, dass diesmal gleich funktioniert und uns wegteleportiert. Vielleicht stand ich nicht richtig drin, aber es ist so hell und blendend, ich kann nicht abschätzen, wann ich wirklich drin stehe, wann ich dran stehe. Okay, jetzt stehen wir drin. Sehr gut. Mars, es gibt nochmal richtig schön Technikpunkte und Talentpunkte hier. Wo ist der Strich? Da ist der Strich. Immer der Linie nach. Und nebenbei noch den Mars angucken. Da heißt er. Ich mag dieses Gebiet. Das ist richtig schön. So, wer kommt als nächstes? Geist Telephia. Level 80. Ah, Telephia, hoffentlich hat die keine Aura. Ich würde gerne einfach so draufschlagen. Scheint zu funktionieren. Treffen wir. Wir treffen. Gut. So, habe ich noch ein bisschen normal drauf, um das Monado gleich wieder aufzuladen. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Auf ins nächste Licht. Und zum nächsten Planeten vielleicht. Jupp, der Mond. 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 Wer könnte das denn sein? Ich versuche ihn gerade zu erkennen aus der Ferne, aber... Oh, Ghetto. Das ist bitter. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. Aber okay. Zack. Oh, der ist irgendwie schwächer als die davor. Wir sind mit Level 78. Wir hatten schon Level 80 Monster eben, oder? Oder war das nur Dixon? So, da ich nicht weiß, wie lange das noch geht und hier eine Zielflagge ist, die wir vorher, glaube ich, nicht hatten, würde ich sagen, ich mache hier nochmal so einen letzten, richtig fiesen Cliffhanger. Also dann, beim nächsten Mal begeben wir uns zum Endkampf. Ciao, ciao.